Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker. Willkommen zur 99. Folge unseres Podcasts. Wer eine Expeditionsreise plant, hat oft die Qual der Wahl, nicht nur was das Routing angeht, sondern natürlich auch bei den vielen unterschiedlichen Kabinentypen, die es mittlerweile gibt. Und heute freue ich mich, dass sich der Polarexperte Henry von Mystic Cruises und Dennis von Nico Cruises bereit erklärt haben, dass sie uns mal so ein bisschen erklären, worauf man bei der Kabinenwahl achten sollte. Hallo ihr beiden, grüß euch. Hallo. Hi Christina. Ja, Mensch, vielleicht fangen wir direkt gleich an, weil wir reden immer, das war ja auch die Idee dabei, wir reden immer über so viele Sachen, über die in die Tiefe gehen, wenn man schon eigentlich viel weiter ist in der Planung, aber über so banale Geschichten wie, welche Kabine wählt man dann eigentlich, haben wir noch nie gesprochen. Zeit, dass wir es heute mal nachholen, oder? Das stimmt. Ja, sag mal, fangen wir mal direkt bei dir, Dennis, an. Wie wichtig wäre dir denn die Kabinenwahl generell, jetzt erstmal unabhängig von der Strecke? Bei einer Expeditionsreise? Also ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, wie viel Wert man auf die Kabine legt. Also was ist man für ein Typ? Ist man Modellstubenhocker und nutzt die Kabine sehr intensiv, weil man sich da auch mal zurückziehen möchte, um ein Buch zu lesen oder Tagebuch zu schreiben oder was auch immer und dafür die Kabine eben nutzt, dann wäre die sehr wichtig. Und wenn man vielleicht eher doch draußen unterwegs ist oder viel die öffentlichen Bereiche nutzt, ist sie weniger wichtig. Also wenn sie eigentlich nur zum Schlafen dient. Mhm. Kommt darauf an, wie man da aufgestellt ist persönlich. Henry, wie wichtig wäre dir die Kabinenwahl, wenn du selber nicht als Staffmitglied praktisch an Bord wärst, sondern als Gast? Ich glaube, das gilt auch als Staffmitglied. Ja, wenn man längere Zeit an Bord ist, als Staffmitglied ist man ja tatsächlich dann durchaus mal ein halbes Jahr am Schiff an Bord. Da spielt die Kabine natürlich schon eine außerordentliche Rolle und das spiegelt sich natürlich auch so ein bisschen in den Kundenerwartungen wider. Und für mich wäre das dann tatsächlich durchaus wichtig, dass sie ein paar Features hat, die ich da schon sehr schätze. Oftmals gibt das eben nicht als Expeditionsguide, dass man in die entsprechenden Kabinen kommt. Da gibt es halt tatsächlich besondere Kabinen, die dafür vorgesehen sind, aber für mich hat zum Beispiel die Möglichkeit, ein Fenster zu öffnen, also sprich einen Balkon zu haben, schon einen großen, großen Vorteil. Das ist also was sehr Luxuriöses für mich als jemand, der länger auf Schiffen arbeitet. Aber prinzipiell gilt die Einladung natürlich schon, wenn man mehr Zeit draußen verbringt, ist es im Grunde nur eine Schlafkabine, ist man mehr daran interessiert, tatsächlich sich nach den Landungen zurückzuziehen, dann spielt die Kabine natürlich eine höhere Rolle. Ja, ich glaube, das kann man tatsächlich so ganz gut zusammenfassen. Ich glaube wirklich, es kommt so ein bisschen darauf an. Nun ist man ja die meiste Zeit auf einer Expeditionsreise im Idealfall draußen oder entweder an Deck und beobachtet vielleicht die Eisbären oder die vorbeiziehenden Eisberge, je nachdem, wo wir gerade sind. Ja, oder man ist im Optimalfall möglichst viel auch an Land, denn darum geht es ja auch, dass wir diese unberührten Regionen kennenlernen können. Und wenn wir ans Land denken und an die Fahrten, ob es die Fjorde sind, ob es irgendwelche Landzungen sind, Steuerbord oder Backbord? Henry? Ich bin Steuerbord. ich kann es nur insofern erklären, dass wir auf bestimmten Touren Prioritäten haben, auf bestimmten Seiten anzulegen. Und für mich ist die Pierseite zum Beispiel völlig unspektakulär. Ich möchte eher, wenn man im Hafen ist, die andere Seite sehen. Aber bei Tenderoperationen zum Beispiel in der Plattform bei unseren Schiffen ist es auf der Steuerbordseite. Ja, Dennis, Steuerbord oder Backbord? Mir persönlich wäre das egal. Man hat sowieso immer das Gefühl, man ist auf der falschen Seite untergebracht. Das ist wahr, ja. Auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner irgendwie. Also von daher ist es eigentlich egal. Sehr schön. Okay, wenn wir an den Seegang denken,
wichtigeres Thema, beziehungsweise aber auch generell, was würdet ihr wählen? Oberes Deck, unteres Deck, mittleres Deck, wo finden wir die beste Kabine? Henry? Das kommt darauf an, wie stabil der Magen ist. Ne? Also ich sag mal, die mit Abstand wenigste Bewegung hat man ungefähr auf Seehöhe mittschiffs, also in der Mitte. Und das sind auch so meine präferierten Kabinen, wenn es am ruhigsten ist. Die mit dem höchsten Wellengang sind ganz weit oben, ganz weit vorne oder ganz weit hinten. Meistens die Suiten. Genau. Dennis? Ja, und das ist doch eigentlich auch schön. Also man muss ja auch ein bisschen merken, dass man mit dem Schiff auf dem Meer unterwegs ist. Und das, wenn es dann mal schaukelt und wie Henry schon gesagt hat, der Magen ist stabil, dann ist es da vorne auch schön, wenn man vorne ist und sieht, wie das Schiff so durch die Wellen taucht. Und natürlich, klar, wenn dann Motion in the Ocean sozusagen ist, macht das da ein bisschen mehr Spaß. Klar, Henry hat vollkommen recht, unten in der Mitte ist am wenigsten Bewegung. Aber ich habe auch schon mal eine Kreuzfahrt vorne überlebt, ganz vorne. Und das ist spannend und das ist sicherlich auch anstrengend für die Gesundheit. Aber ja, ich meine, es ist ja nicht immer nur Wellengang. Ne? Du hast ja auch mal spiegelglatter See, dann ist es dann natürlich oben und vorne natürlich viel schöner. Ne? Selbst wenn wir an die Drake-Passage denken, ne? wir haben den Drake Lake und den Drake Shake so. Und es gibt beides. Und natürlich ist dieses, wie bei ARD und ZDF in der ersten Reihe stehen, das hat natürlich auch was. Vor allem gerade die vorderen, wenn man sich dann, es gibt ja wirklich auch Schiffe, wo wir bei den vorderen Suiten uns halt nicht entscheiden müssen, ne? Steuerbord oder Backbord, sondern da haben wir den kompletten vorderen Bereich und dann kann ich halt beides sehen. Das hat natürlich auch seinen Vorteil. Ähnlich auch bei Heckkabinen gibt es das zum Teil auch. Das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt. Also es ist immer nicht nur ein Feature, das da reinzählt, sondern es sind verschiedene Teile, die das Gesamtprodukt ausmachen. Und wenn man eben den Nachteil hat, dass eine Suite weit oben ist, hat man aber eben tatsächlich den Vorteil, dass man die beste Sicht hat und dass man einfach tatsächlich den meisten Raum hat. Das muss man abwägen, was einem da wichtiger ist, ganz klar. Und ich glaube, auf den Schiffen, auf denen ich unterwegs bin, die sind zum Glück alle nicht so hoch, nicht so groß. Da ist man dann auf dem Brückendeck mit den Suiten und das ist durchaus auszuhalten. Also das ist jetzt kein großes Drama, auch bei starken Wellen dann. Ja, denn das Thema Motorengeräusche ist ja auch immer noch so ein Punkt. Ja, warte mal, ich will noch mal was zur Lage in der Kabine sagen. Man muss ja auch mal die Gesamtreiselänge berücksichtigen. Ne? Wenn man jetzt auf einer Expedition unterwegs ist, in der Regel gehen die so 2 Wochen. Wie viele Tage davon habe ich wirklich das Risiko, dass eventuell ein Seegang sein könnte, der mich in die Bredouille bringt, dass ich mal 1-2 Tage davon irgendwie einen schwierigen Magen bekomme? Also von daher glaube ich, dass in der Gesamtlänge der Expedition, in der Gesamtzeitraum, der das Schiff unterwegs ist, es am Ende des Tages keine Rolle spielt, ob es mal 2 Tage schaukelt oder so. Genau. Die Seetage sind natürlich auch sehr überschaubar bei einer Expeditionsreise. Da ist ja sehr, sehr viel Expeditionscharakter. Das heißt, wir befinden uns in Küstennähe. Da haben wir eben eher nicht eine raue See. Das haben wir tatsächlich in der Antarktis dann einfach nur beim Transfer in die Destination. Aber das haben wir in der Arktis zum Beispiel fast gar nicht, sage ich mal. Da haben wir jetzt den Transfer Ostgrönland, Spitzbergen oder Island, Europa runter. Oder in der Baffin Bay, aber ansonsten hält sich das sehr, sehr in Grenzen. Ja, absolut richtig. Trotzdem muss man natürlich immer noch so ein bisschen gucken. Also auch nochmal, um auf das Thema zu kommen, Balkonkabine, Außenkabine oder Innenkabine, auch das ist ja etwas, was durchaus ja auch teilweise mit dem Wohlbefinden zu tun hat. Gegen Seekrankheit gibt es viele Mittel und auch die Reisetabletten machen ja heute nicht mehr ganz so müde. Und wer es ein bisschen weniger abmildern möchte, in Anführungsstrichen, oder es erstmal mit anderen Hilfsmitteln probieren möchte, da gibt es ja tolle Varianten, wie zum Beispiel Ingwerkapseln, die ich ja immer ganz gerne nutze. Oder vielleicht auch, es gibt so Stripes hinter die Ohren beispielsweise. Es gibt ja alle möglichen Varianten und insofern kann man natürlich auch eine vordere Kabine nehmen. Sollte es dann doch Seegang geben, hat man aber die Möglichkeit, das natürlich auch abzufedern. Aber die große... Da hätte ich noch einen Insider-Tipp. Ja, jetzt kommt's. Wenn es doch mal dazu kommen sollte, dass sich der Magen entleert und man hat doch Balkonkabine gebucht, sollte man die Windrichtung beachten. Unbedingt. Wird das vielleicht unangenehm? Ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen, wenn man vorne ist, vorne raus eine Suite hat, wenn der Wind von vorne kommt, nicht gut. Ja,
vielen Dank. Das ist doch schon mal ein guter Insider-Tipp. Ich hätte sonst eigentlich auch abschließend noch mal gefragt, ob ihr Tipps habt, aber haben wir schon mal einen vorausgenommen. Super. Wie sieht es denn aus? Unterschied. Nun gibt es ja die Variante Balkonkabinen, es gibt Außenkabinen, es gibt Innenkabinen. Zählen wir jetzt mal Balkonkabinen und Suiten, weil wir halt nach draußen treten können, in der Regel mal in einen Bereich. Also was wäre eure Präferenz? Was würdet ihr nehmen? Das kommt auch ein bisschen aufs Budget an, muss ich sagen. Ich habe das große Glück, dass ich nur auf Schiffen arbeite, die keine Innenkabinen haben. Also wir haben nur Außenkabinen. Das macht die Entscheidung einfacher. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, zwischen Bullauge und Balkon, würde ich immer einen Balkon vorziehen, weil tatsächlich der Luxus, den Balkon zu öffnen, Frühstück reinzubekommen, schon sehr, sehr groß ist. Mhm. Wäre das Argument, Dennis, dass man sagt, die Frischluft? Weil ich meine, man hört jetzt ja auch immer wieder, ja, aber brauche ich denn, also was mich ja auch Kunden fragen, und wir wollen ja heute eure Meinung, nicht meine, man hört ja auch immer wieder, aber brauche ich denn den Balkonkabinen in der Antarktis? Stehe ich denn da wirklich draußen? Es ist ja kalt. Naja, also Henry hat schon recht. Es geht, glaube ich, erst in Linie darum, was bin ich bereit auszugeben für die Hardware sozusagen, für das Transportmittel, für die Unterkunft. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, was habe ich sonst dann noch für Präferenzen in diesem Urlaub oder auf dieser Expedition? Also wenn ich jetzt als Leidenschaft Fotografie habe, würde ich immer eine Balkonkabine nehmen, weil ich einfach schnell raustreten kann und nicht durch eine Scheibe oder so fotografieren muss. Oder auch nicht dann über den Flur wieder, ne, bis ich auf irgendeinem Außendeck oder so ankomme. Dann macht sowas natürlich Sinn. Aber wenn ich das nicht als Priorität habe, dann klar gilt immer das Argument Frischluft. Aber ich glaube, man ist letztendlich dann doch so viel draußen unterwegs, dass man genug Frischluftzufuhr hat. Das ist immer, es ist schwierig zu beurteilen. Ne? Man hat ja so seine persönlichen Präferenzen. Ich will auch immer lieber eine Balkonkabine nehmen, bevor ich eine Innenkabine oder eine Außenkabine habe. Ich war jetzt allerdings auf der World Voyager von uns unterwegs und die hatte eine schöne Kabinenkategorie, die hat mir gut gefallen. Das war Infinity Deluxe. Mhm. Ja. Und zwar hatten die keinen Balkon mehr, aber die Panoramaglasscheibe, also das Fenster, was eingesetzt war, das kann man bis zur Hälfte runterfahren. Und da hat man trotzdem Frischluft. Man könnte auf die Schnelle fotografieren, weil die Scheibe ist natürlich unten gefahren. Und man hat trotzdem super Ausblick. Ja, ja, das kann ich nicht. Das ist so ein Zwischenlösung vielleicht. Mhm. Das ist richtig. Beim Balkon muss ich auch noch dazu sagen, wenn man Fotograf ist oder auch wenn man nur Hobbyfotograf ist, der große, große Vorteil bei einer Balkonkabine ist, gerade in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden, ich muss mich nicht erst einmal komplett anklönen, um irgendwo auf dem Außendeck zu kommen, sondern ich kann einfach kurz aus dem Bett rausspringen, Kamera in die Hand, Foto machen und bin schnell wieder drin im Warm. Das hat einen großen, großen Vorteil, geht sehr, sehr schnell. Das stimmt, das geht schnell, wenn es dann die richtige Seite ist, die wir gerade gewählt haben. Da kommt das. Und bei den Temperaturen, du sprachst vorhin die Temperatur an, dass Gäste sagten, brauche ich das in der Antarktis. Wir stellen uns die Polarregion immer viel, viel schlimmer vor, als sie sind. Sehr, sehr häufig, wir befinden uns ja in den Sommersaison häufig dort. Das heißt, das Wetter dort kann durchaus sehr, sehr warm sein oder sich sehr warm anfühlen. Also wenn wir da einen wolkenfreien Himmel haben, dann haben wir durchaus auch mal die Möglichkeit, dass wir dann im T-Shirt auf dem Balkon sitzen. Ne? Also das geht schon. Und ist halt die wichtige Frage, was ist einem denn wichtig? Will ich tatsächlich einfach diese Erfahrung, die ich bei den Landungen habe, bei den Expeditionsoperationen, noch erweitern in meine Kabine hinein? Also sprich, auch dort eben diese Freiheit, die Polarregionen jederzeit fühlen, spüren zu können, nutzen. Oder eben nicht. Wenn das nicht ganz so wichtig ist, dann ist eine Balkonkabine einfach nicht notwendig. Ja, man muss jetzt auch mal sehen, so eine Expedition in die jeweiligen Gebiete ist ja eine Once-in-a-Lifetime-Sache. Also wie oft fährt man in die Antarktis oder nach Grönland? Also, es kommt darauf an, wie lange die Saison ist. du als Guide öfters, aber so der normale Gast, der an Bord ist, der macht, also im Regelfall macht man das ein einziges Mal im Leben. Genau. Ja? So. Jetzt an der Kabine zu sparen, ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Mhm. Ja, also ich glaube, man ärgert sich dann, wenn man irgendwie am Schluss 5.000 Euro oder was gespart hat auf diese Reise, weil man die schlechtere Kabine genommen hat. Und ärgert man sich, glaube ich, mehr über die Ersparnis, als dass man sich gefreut hat, dass man etwas gespart hat. Weil einfach so viel
verloren geht auf dieser Reise. Sehr schön. Sag mal, Henry, Thema Innenkabinen nochmal, und das wirst du ja wahrscheinlich auch bestätigen können. Ich kann mich immer an viele Fahrten erinnern, wo das tatsächlich auch immer nochmal Thema war. Wenn du eine Innenkabine wählst oder die Gäste zum Beispiel, dann gibt es doch den einen oder anderen, der nachher tatsächlich unter Platzangst leidet. Also meistens Kabinen recht klein ja auch und dann kein Tageslicht. Das macht mit einigen doch etwas, sodass dann eine Platzangst entsteht, oder man hatte vorher schon im Prinzip das Problem. Kannst du dich daran erinnern, kommt das öfter vor oder wie ist es dann während der Fahrt? Also die Platzangsterfahrung habe ich jetzt nicht so häufig gemacht, aber es kommt häufiger vor, dass Gäste aus verschiedenen Gründen die Kabine spontan tauschen wollen. Und das ist natürlich recht schwierig, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie ausgelastet ein Schiff ist. Und gerade in der Antarktis fahren wir da sehr häufig voll ausgebucht und dann ist es einfach schwer möglich, eine Kabine zu tauschen. Prinzipiell ist das auch immer eine Frage, wie das Programm gestaltet ist. Also habe ich mehr Seetage und verbringe mehr Zeit auf der Kabine, dann kommt sowas natürlich eher zum Tragen. Habe ich mehr Aktivitäten, mehr Programm außerhalb der Kabine, dann fällt mir das vielleicht über die gesamte Reise gar nicht auf. Also das hat immer verschiedene Elemente, die wir da berücksichtigen müssen. Wenn Platzangst auftreten sollte, kann ich immer nur empfehlen, sofort zum Expeditionsleiter oder Kreuzfahrtdirektor gehen und versuchen, da eine Lösung für zu finden. Das schmälert jedes Erlebnis ganz gravierend, muss ich sagen. Da wird nochmal schnell ein Zelt auf dem Sonnendeck aufgebaut. Genau, na, wir haben ja Rettungsboote an Bord. Na, da kann man auch einfach im Rettungsboot übernachten. Was für eine schöne Option. Thema Innenkabine trotzdem nochmal. Also ich finde ja selber auch, ich muss nochmal kurz ein bisschen aus meiner Sicht, das Thema Frischluft ist einfach sehr, sehr wichtig. Und das habe ich bei den Balkonkabinen, beziehungsweise es gibt auch ganz, ganz alte Kabinen, wo man die Bullaugen öffnen kann, also auf älteren Schiffen. Die finde ich auch schön. Also einfach das Thema Frischluft ist natürlich ein entscheidendes, aber auch Thema irgendwie Bullauge oder Fenster, Außenkabine, weil ich einfach auch kurz sehen kann, wie ist denn das Wetter? Und ich finde, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es ganz oft so, dass ich doch überlege, okay, welche Hose ziehst du jetzt an für die Anlandung oder reicht nur eine Softshelljacke oder ein Vlies oder was mache ich jetzt? Und da ist es immer ganz gut, wenn man dann einfach mal eben mal rausgucken kann. Oder wie geht's euch, Dennis? Nein. Dir also, ist es egal. Ja. Ich glaube, ich habe immer das Gleiche an. Also weniger. 14 Tage. Naja, also das ist jetzt ja schon wieder Riesenauswahl. Nein, Riesenauswahl ist ja schon wieder. Nein, also man hat ja so eine gewisse Grundausstattung an Klamotten dabei für eine Expedition und das kann man so ein bisschen wechseln. Ne? Zwiebellook ist ja immer ein großes Thema. Ja, ja, ja. Und ich glaube, zu sagen, es ist jetzt draußen warm und ich gehe jetzt ohne Jacke von Bord, würde ich nicht riskieren, weil wenn das Wetter umschlägt und dann steht man da irgendwo an Land und wünscht sich schnell wieder zurück aufs Schiff, weil da irgendwie die wärmende Jacke irgendwie liegt. Also, kommt Henry und holt dich ab. Genau, da kommt Henry und holt die Leute wieder ab. Ja, naja, also klar, man kann immer Wetter und so prüfen, was ziehe ich an und so, aber wenn man jetzt keine, also ich glaube, das ist kein Argument für eine Balkonkabine. Mhm. Henry? Ich finde schon, also für mich ist es schon ein Punkt, also klar, ich verbringe sehr viel Zeit draußen, das heißt, ich bin da natürlich auch im Zwiebellook geplant, aber die Frage ist natürlich schon, packe ich eine zusätzliche Lage drauf oder nicht? Und ja, ich verbringe viel Zeit, bevor wir eine Landung starten auf der Brücke, um Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Temperatur und so weiter zu messen. Und das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Effekt, wenn ich das eben tatsächlich auf dem Balkon persönlich einfach spüre und einfach merke, okay, der Wind ist jetzt nicht so kalt, wie sich 10 Grad anhören, sondern ich kann tatsächlich dann im T-Shirt oder in einer Softshelljacke rausgehen und muss eben halt nicht den dicken Anorak anblühen. Aber das ist natürlich wirklich immer eine persönliche Geschichte, wie man das braucht. Ja, der eine trägt 14 Tage das Gleiche und der andere wechselt zwischendurch. Hier. Ach Mensch, aber es gibt ja immer doch noch mal so ein paar Unterschiede und ich hau jetzt noch mal ein paar raus, weil das sind so die typischen Fragen, die natürlich auch kommen, wenn ich mit meinen Gästen spreche. Thema Steuerbord oder Backbord, Henry, wenn es in die Antarktis geht. Gibt es einen Unterschied? Völlig irrelevant. Warum?
wir legen nirgendwo an, wir fahren kreuz und quer, die Szenerie ist überall atemberaubend, die Wale kommen jetzt nicht nur an Steuerbord vorbei, die wissen gar nicht, wo Steuerbord ist. Für die, also das ist wirklich irrelevant. Also das ist wirklich eine 50-50-Entscheidung. Ja, absolut. Also und auch Thema antarktische Halbinsel, weil viele sich das, glaube ich, immer so ein bisschen so vorstellen, als wenn wir konstant an einer Landzunge vorbeifahren. So ist es ja auch nicht, wie du schon gesagt hast. Wir fahren zickzack und fahren in unterschiedliche Buchten und mal sehen wir Land und mal sehen wir kein Land, ne? Ja, und mal sehen wir Horizont, mal sehen wir Himmel. Ja, genau. Kommt richtig. Auf den Rheinland. Dennis, du als Norwegen-Experte. Auf den Spuren der klassischen Postschiffroute ist ja etwas, was ihr mit eurem Schiff, und ich darf euer sagen, weil letztendlich arbeitet ihr doch so ein bisschen fürs gleiche Unternehmen, macht Steuerbord oder Backbord die Kabine? Steuerbord. Warum? Naja, weil sonst sehe ich immer nur den Horizont und das Meer. Ich meine, das ist auch sehr schön, ja. Mhm. Aber ich fahre entlang der Postschiffroute oder auf den Spuren der Postschiffroute, um die norwegische Küste sehen zu können. Und dann müsste ich, weil wir ja praktisch von Süden nach Norden fahren, auf der Steuerbordseite sein. Das Problem ist, wenn wir wieder zurückfahren, genau. habe ich dann die Variante mit dem Horizont. Da sind wir wieder beim Anfang. Auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. Also man müsste dann, der Idealfall wäre, man bucht zwei Kabinen auf der gleichen Abfahrt und wächst dann auf der Rückfahrt auf die andere Seite. Ah, okay. Das ist auch gut, wenn der eine schnarcht, dann kann man sich auch vielleicht nochmal wieder trennen. Also, nein, ja. Also Norwegen, klar, wäre Steuerbord super, aber dadurch, dass wir jetzt nicht jeden Hafen abklappern auf dieser Strecke, sondern die großen touristischen Highlights anlaufen, wenn man dann in den Geiranger Fjord oder so reinfährt, dann ist es eigentlich wieder egal, ob man Steuerbord oder Backbord unterwegs ist. Ja, da habe ich tatsächlich definitiv von beiden Seiten die Fjordwände. Henry, Spitzbergen-Umrundung. Da würde ich Steuerbord nehmen. Mhm. Ja, weil das Prinzip, also die meisten Spitzbergen-Umrundungen gehen im Uhrzeigersinn, das heißt, wir haben die Küste auf der Steuerbordseite. Das ist natürlich hinfällig, wenn wir in der Hinlopenstraße feststellen, dass da zu viel Eis ist, wenn wir nicht durchkommen und dann drehen wir um und fahren im Grunde die gleiche Richtung zurück und dann haben wir auf der Backbordseite eben die Küste. Stimmt, ja. Wie ja. Man es macht, ist falsch. Wie man es macht, ist falsch. Thema Island, Henry, wo ich dich hier gerade so ein bisschen am Schlawickel habe. Wenn wir Island umrunden, Steuerbord oder Backbord? Es kommt ein bisschen darauf an, in welche Richtung wir uns bewegen. Wenn wir halt eine richtige Umrundung machen, dann findet die in der Regel von Reykjavik nach Reykjavik im Uhrzeigersinn statt. Wenn wir eine halbe Umrundung haben, dann kommen wir häufig von Europa und fahren in die entgegengesetzte Richtung. Im Uhrzeigersinn, wie in Spitzbergen natürlich auch, haben wir Steuerbordseite, die Küstenlinie. Wenn wir uns die Fjorde die Westfjorde im Nordwesten anschauen oder die Ostfjorde, dann spielt es im Grunde keine wirkliche Rolle, weil wir das Panorama auf beiden Seiten haben. Wenn es mehr darum geht, tatsächlich die Küstenlinie zu verfolgen, dann Steuerbord, ganz klar. Außer man kommt natürlich aus Europa, macht so eine halbe Umrundung, dann macht Backbord deutlich mehr Sinn, klar. Und du als Isländer gefühlt oder als halber Isländer, wollen wir mal so sagen, der lange auf Island gelebt hat, weiß ja auch, wovon er spricht. Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Wir haben noch Ostgrönland und wir haben noch Westgrönland. Ostgrönland spielt wirklich gar keine Rolle. Da fahren wir im Grunde in die großen Fjorde rein, in den Skorosbysund oder in den Kaiser Franz Fjord oder Kong Oskar Fjord. Da haben wir das Panorama auf beiden Seiten atemberaubend. Wir fahren ähnlich wie in der antarktischen Halbinsel kreuz und quer. Da spielt das wirklich überhaupt keine Rolle. Westgrönland sind wir häufiger entlang der Küste unterwegs zwischen den Destinationen. Und dann ist natürlich die Frage, fahre ich von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord? Wenn ich vom Süden komme, dann ist Steuerbordseite mehr Küstenlinie. Wenn ich vom Norden komme, dann Backbord. Aber im Prinzip auch hier, wenn wir in den Destinationen sind, spielt es kaum eine Rolle. Gucken wir uns noch mal einmal den Heiligen Gral an. Dann haben wir so alle Highlights einmal durch. Die Nordwestpassage, Henry. Auch hier kommt es wieder darauf an. Komme ich von West nach Ost oder von Ost nach West? Starte ich in Grönland und fahre vom Osten nach Westen durch, dann bietet sich eine Backbordkabine an, weil wir da einfach den größten Teil der Küstenlinie, insbesondere Richtung Ende der Nordwestpassage haben, wenn es dann Richtung Alaska geht.
Aber im Prinzip ist das in der Nordwestpassage selbst vollkommen egal, weil wir viele kleine Kanäle haben, viele Inseln links und rechts. Also das macht wirklich keinen großen Unterschied. Das ist wirklich nur auf den letzten Metern interessant. Oder auf den ersten Metern, je nachdem, wo man anfängt. Wenn wir abschließend nochmal von jedem von euch einen kleinen Insider-Tipp bei der Wahl, Augen auf bei der Kabinenwahl. Dennis, was wäre dein Insider-Tipp? Ich habe zwei, darf man auch zwei nehmen? Du darfst heute auch zwei. Es ist die 99. Folge, da darfst du auch zwei geben. Jetzt haben wir so knapp die Jubiläumsfolge verpasst, dann können wir mal zwei Insider-Tipps abgeben. zum einen würde ich nochmal eine Lanze brechen für die Infinity Deluxe auf unserem Schiff. Das ist ein guter Kompromiss, in der Tat. Ja. Naja, also einmal wegen dem Thema mit frischer Luft und so und fotografiert, was wir schon besprochen haben. Aber was ich an dieser Kabine ganz gut finde, sie hat ein separates Wohnzimmer. Mhm. Das hat man ja eigentlich selten. Grundsätzlich sind ja alle Kabinen auf 90% der Schiffen gleich aufgebaut. Das ist ein Rechteck in der Regel. Und da habe ich vorne den Balkon und dann habe ich meine Wohnecke sozusagen, mein Schlafbereich und dann am Anfang die, muss schon sagen, die Nasszelle ist ja heute nicht mehr Badezimmer. So. Und bei der ist es eben so, dass man ein eigenes Wohnzimmer hat und da ist eine Tür und da geht es ins Schlafzimmer. Das finde ich ganz gut, weil falls man mal zu zweit reist und 14 Tage auf so eine Expedition, können ja auch lang werden. Ne? Viele sind es auch gar nicht mehr gewohnt, 14 Tage zusammen Zeit zu verbringen. Hat man auch einfach mal zwei Bereiche, wo der eine mal vielleicht in Ruhe ein Buch lesen kann, im Wohnzimmer kann die Tür zu machen, der andere schaut Fernseher oder geht auf den Balkon oder fotografiert oder was auch immer. Das wäre mein erster Tipp sozusagen. Für die Ehe. Für die Ehe, um die Ehe auch während der Expedition zu erhalten. Und der zweite wäre, wir haben auf der World Voyager das Deck Nummer 5 mit einer Besonderheit, dass man vorne in den Bug reingehen kann. Also man kann wirklich vorne in die Schiffsspitze laufen und somit sind natürlich alle Kabinen, die auf diesem Deck 5 liegen, einfach der Einfachheit halber. Man kann dort natürlich von dort aus unkompliziert in diesen Schiffsbug reingehen, ohne dass man nochmal das Treppenhaus muss. Falls man jetzt wirklich irgendwo ist, wo es ganz viel zu sehen gibt und zu entdecken gibt und man doch mal von der einen auf die andere Seite schnell wechseln müsste, kann man das dann natürlich gut machen. Auf Deck 5. Deck 5. Gespeichert. Henry, dein Insider-Tipp. Mein Insider-Tipp gerade für Expeditionsreisen ist, die meisten Schiffe haben ein Mudroom, einen Expeditionsraum. Wenn ich da eine Kabine in der Nähe irgendwo habe, dann sind meine Wege deutlich kürzer. Das heißt, ich bin schneller im Zodiac, bin schneller aus dem Zodiac wieder in der Kabine. Ist für mich immer macht die Sache deutlich einfacher. Absolut guter Tipp, bin ich bei dir. Vielleicht nochmal zur Lage. Der Mudroom liegt ja meistens eher weiter auf den unteren Decks. Ja, häufig auf Deck 2 oder 3 oder so. Genau, richtig, dass wir das einfach nochmal mit durchgehen. Ja, ihr Lieben, ich glaube, das war jetzt eine ganz anschauliche Folge, wo man nochmal so ein bisschen für sich selber gucken konnte, was nehme ich denn jetzt für eine Kabine? Und ansonsten gibt es ja auch, wenn man sich immer noch nicht sicher ist, mich. Ich helfe sonst auch gerne. Ja, und ich bin auch froh, dass wir noch ein paar Reisen gefunden haben, wo man auch Backbord gut wohnen kann, weil ich hatte zwischendrin schon die Befürchtung, dass zukünftig alle Expeditionsschiffe nur noch steuerbordseitig ausgebucht sind. Wir werden einfach das Schiffslayout insofern verändern, dass wir nur noch eine Steuerbordkabine haben. Ja, ich bin sehr gespannt. Also herzlichen Dank an euch beide für die Zeit und für die tollen, wertvollen Tipps und auch die erheiterten Zwischeneinlagen, die wir hier hatten, also von allen möglichen, was wir hier gerade erfahren haben und mitnehmen können für die Planung einer Reise. Ich danke euch für die Zeit und danke den Hörern fürs Zuhören und bin gespannt, was wir in der 100. Folge nächste Woche zu hören bekommen. Danke euch. Herzlichen Dank. Für die Einladung. Danke dir. Mach's gut. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.